studieren ist, sind bei mir ist die Natalia für ein Zettum und ein Snack-Eis. Beides in der Mitte, schön zentriert. Du hast Zettum schon gehabt, leider irgendwo in der SCS gestochen und komplett schräg. Auf der anderen Seite war es okay, unten sieht man das noch, da kommt es super komisch raus. Ich frage mich, wie man das hinkriegt. Egal, gehen wir nicht drauf ein. Heute machen wir es gescheit. Ja. Und Snake-Eis haben wir vorbereitet, angezeigt. Ich sage es für alle immer, Snake-Eis ist nie genau in der Mitte. Ich schaue, dass wenn einer die Zunge spitz kriegt, dass man anatomisch auch eine Zunge spitz ist durchstechen, genau mittig. Und die Spitze ist aber geprägt von der Dominanz der Zungenmuskulatur und somit immer im nicht spitzen Zustand, also asymmetrisch. Aber trotzdem die perfekte Stelle zum Stechen. Gut. Wo fangen wir an? Snake-Eis. Ja. Hätte ich mir auch wahrscheinlich auch so gemacht. Meine ist gar nicht, weiß gar nicht, was mehr wehtut. Bin mal gespannt, was du nachher sagst. Wahrscheinlich sagst du, das ist gut, die Karte, aber werden wir mal sehen, was du jetzt gleich empfindest an der ganzen Sache. So. Dann. Den Stab ist nicht super krass lang, weil wenn ich es dir zu lang lasse, du bleibst beim Essen und sowas fürchterlich hängen, es nervt auch. Also ich versuche es wirklich so kurz wie möglich zu machen. Deswegen vertraue mir da. So. Sogar nach innen gewölbt. Wenn sie nicht spitz ist, geht sie sogar herzförmig nach innen. Das war's schon. Ich wusste, dass du überhaupt spitz kriegst, weil viele so eine herzförmige Zunge haben vorne. Die kriegen sie ja nicht spitz, aber dir hat das toll geklappt. So. Alles okay, liebst du noch? Schnell in die Aha sitzt. Das ist in deinem Spiegel, wenn alles fertig ist. Dann machen wir dein Septum. Ja, da musst du eigentlich keine Angst haben, das wird easy gehen. Und ja, das ist schlecht, das ist nicht so schlecht, wie das der in der STS gemacht hat. Wir machen das schön sauber gerade durch, okay? So. Hier in den Sweet Spot, wo das Septum schon weich ist. Möglichst hoch oben. Hier schritten, das war's schon. Na komm, das war's nicht. Alles okay? Mhm. Nicht so fest auf die neue Lektoral. Ja, aber du musst sagen, dein Septum ist hart. Also, ich muss sagen, ich sag's dir, ich glaube, ich weiß, warum der da unten rausgekommen ist. Der ist wahrscheinlich oben. Ich habe dir einen Kleenex für die Augen, der ist wahrscheinlich nicht durchgekommen. Und dann hat er sich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann hat er wahrscheinlich die Nadel einfach schräg gehalten und ist noch schräg unten raus. Aber das ist keine Lösung. Also man muss, du musst dahin, wo es hin muss. Auch wenn es mal härter ist. So, schon mal für die Träne schon mal, die ich da rein habe. Ja, ist schön geworden, super. Ja, jetzt wird die Kugel geschmissen. Ja, meine Kugel. Durch dieses Lidocain, was ich da drauf spürst, die. Die Haut und die Riesen sind da so glitschig und dann sind meine Handschuhe glitschig und dann flutschen mir die Kugeln weg. So wie Gleitgel fast schon. So. Perfekt. Süß. Ja, schön. Sehr gerade, auch ganz klassisch schön. So hätte ich es vielleicht damals auch schon gern gehabt. Ne? Ja.
So, Snake Eyes gefällt mir auch. Ja. Cool, war das? Ja, fein. Ja. Nase tut nicht weh, Zunge ganz leicht. Ich dachte, das Leben ist schlimmer. Es ist voll unterschiedlich. Du darfst nicht vergessen, du hast jetzt noch die Betäubung drauf. Ja. Wenn die Betäubung weggeht, macht es schlagartig Klick und du kannst leichter reden wieder. Ja. Am Anfang ist ja mit der Taubenzunge ein bisschen mühsam, aber es geht dann ziemlich zackig wieder weg. So, dann. Wie geht's dir mit dem Kreislauf? Alles gut. So, zuerst werden von der Pflege her. Fangen wir mit dem Septum an. Hände waschen und desinfizieren. Nimm dann bitte Brondolin Spray und Brondolin. Gesundheit. Danke. Entschuldigung, mal kurz Hände waschen. Wenn man niesen muss, kommt er so gefühlt alle Jahre vor. Aber ab und zu geht es in der Rheinmalismus, der Katze immer aufhört. Kennt ihr das? Ja. Passiert bei den Kunden am Septum. Ich glaube, der Kunde, die müssen 10 Meter aneinander niesen. Das ist übel für dich, weil klar ist frisch und so. Ja. Also zuerst Hände waschen und desinfizieren. Dann nimmst du bitte Brondolin Spray und Gel. Den Spray, sprühst du bitte links und rechts auf dein Septum drauf, lässt es einwirken so 30-40 Sekunden. Nimm dann die Küchenrolle, reinigen feucht innen, links und rechts die Nasenlöcher, dann nimmst du das Gel, tropfen links und rechts drauf und dann bewegst du den Ring sanft hin und her, damit es auch ein Stichkanal hineinkommt. 3 Wochen bitte 2-mal am Tag, dann 3 Wochen 1-mal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück und in 6 Wochen machen wir ein Check-up für alles Septum betreffende. Piercing im Mund, Zungenpiercing, also Snake Eyes. Hier arbeiten wir mit anderen Produkten, nämlich mit der Mundspülung und dem Mundspray. Hier ist das hier, Mundspülung und Mundspray. Die bitte mitnehmen, das ist nicht das normale Spray, ist ein anderes. Zähneputzen gründlich ganz normal. Elektrisch manuell mit deiner Lieblingszahnbürste und Zahnpasta, was du immer genommen hast. Dann eine Minute lang ausspülen mit der Mundspülung. 10 ml ist vom Volumen her gut zum Ausspülen und Ausspucken. Tagsüber, nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, den Mundspray nehmen. Mundspray einfach so 2-3 Mal in den Mund reinspülen. Der schmeckt voll lecker, macht guten Geschmack, guten Atem. Und den, dass du dich dabei in der Hosentasche sprühst. Ja? Wenn du Wasser trinkst, brauchst du es nicht. Aber nach Cola, mit Bullen, nach Milchprodukten, nach Zigaretten, etc. sprühen. Okay? Gut. Snake Eyes wechseln, du weißt das schon nach 3 Wochen. Weil die meisten Kunden sagen, ein bisschen zu lange, ein bisschen enger. Je enger es ist, desto angenehmer ist es. Desto enger darf ich mich selber ein bisschen enger sein. Das heißt, normalerweise kommst du in 3 Wochen zu mir, dann machen wir das Snake Eyes wechseln. Wenn du sagst, naja, du hältst es jetzt aus und machst alles in 6 Wochen, geht das auch, aber die meisten wollen Snake Eyes früher wechseln. Liegt jetzt an dir. Wenn du kommst, einmal oder zweimal. Okay. Sport, Haare waschen, duschen, alles normal erlaubt. Morgen früh wieder alles Vollgas. Nase putzen normal, Schweiz normal, Essen trinken auch normal, auch die Milchprodukte normal essen. Okay. Wenn es geht, 3 Tage wenig oder nicht rauchen. Zumindest kann ich erzählen, aber du bist wieder anders. Okay. Gibt es noch Fragen? Nein, alles super. Gut. Dann danke ich dir fürs Kommen. Euch danke fürs Zuschauen. Das war's. Servus. Tschüss. Okay. Baba. Servus.